Schönen guten Morgen. Vielen Dank, Paul, für die einleitenden Worte und für die Einladung. Ich hatte schon letztes Jahr das Vergnügen, am Freitagvormittag den ersten Auftritt zu machen und die Konferenz, den zweiten Konferenztag zu starten. Sehen Sie, jetzt habe ich gleich einmal zu viel gedrückt. Kennen Sie diese Frau? Diese Frau ist Nelly Kroes. Frau Kroes ist die EU-Kommissarin für die digitale Agenda. Als solche hat sie vielfach Aufgaben, aber für uns interessant ist sie, weil sie verantwortlich ist für die aktuelle Ausgabe der PSI-Richtlinie. PSI steht für Public Sector Information, regelt die Verwendung von öffentlichen Daten. In der neuen PSI-Richtlinie, die sich, anders als ihre Vorgängerin, auch das tatsächlich explizit an öffentliche Kultureinrichtungen und öffentlich geförderte Kultureinrichtungen wendet, wird die Forderung aufgestellt, dass alle vom öffentlichen Sektor inklusive der Kultureinrichtung bereitgestellte Daten, und diese Daten umfassen beileibe nicht nur Zahlen etc., sondern auch Informationen, Werke und die Abbilder von Werken, dass diese vom öffentlichen Sektor bereitgestellte Daten frei verwendet werden dürfen. Frei verwendet klingt jetzt erstmal ziemlich unproblematisch. Wir sind alle für freie Verwendung. Diese freie Verwendung der PSI-Richtlinie meint allerdings frei wie in Freiheit. Sie können damit tun und lassen, was Sie wollen. Sie können diese Daten, Informationen, Werke verändern. Sie können sie nutzen. Sie können sie kommerziell nutzen. Das ist ein sehr weitgehender Freiheitsbegriff, eine sehr weitgehende Möglichkeit dessen, was wir mit diesen öffentlichen bereitgestellten Daten tun dürfen. Gut, jetzt kann man sagen, das ist eine EU-Richtlinie, die muss erst noch umgesetzt werden, betrifft uns jetzt noch nicht. Dann gibt es die Europeaner. Die Europeaner ist das ambitionierteste europäische Projekt zur Vernetzung von Daten und Werken. Die Europeaner hat gerade sehr kürzlich die Forderung aufgestellt, dass alle gemeinfreien Werke bis 2020 frei zugänglich und frei verfügbar sein sollen. Hier kombiniert sich also die PSI-Richtlinie, die sagt, dass zur Verfügung gestellte Daten frei verwendet werden sollen, mit der Forderung, dass alles, was an gemeinfreien Werken, und das dürfte auf die allermeisten Bestände von Kulturinstitutionen, bei denen also das Urheberrecht abgelaufen ist, auf die allermeisten Bestände von Kulturinstitutionen zutreffen, dass diese gemeinfreien Werke zugänglich sein sollen, frei zugänglich sein und damit auch frei nutzbar sein. Gut. Jetzt kann man sagen, es gibt eine PSI-Richtlinie der EU und es gibt eine Forderung der Europäer. Wie betrifft mich das denn? Tja, wenn da nicht diese drei wären, Sigmar Gabriel, Angela Merkel und Horst Seehofer, die gemeinsam einen Koalitionsvertrag ausgehandelt haben, der demnächst, wo die SPD dafür stimmen wird, tatsächlich zu einer großen Koalition führen wird. Und in diesem Koalitionsvertrag heißt es, ich zitiere, Deutschland soll sich zu einem digitalen Kulturland weiterentwickeln. Unser kulturelles Erbe muss digitalisiert werden. Zugegebenermaßen, der Koalitionsvertrag geht in eine andere Richtung. Diese Digitalisierungsforderung wird mit dem Schutz des Kulturgutes begründet. Dieses Kulturgut soll auch für zukünftige Generationen weiter verfügbar sein. Es ändert aber nichts daran, dass, wenn Sie alles drei kombinieren, die PSI-Richtlinie, die Forderung der Europäer und den Koalitionsvertrag, wir sehr kurzfristig vor der Situation stehen werden, dass sämtliche gemeinfreien Werke, die in Kultureinrichtungen vorhanden sind, digitalisiert sein sollen und frei zugänglich und frei nutzbar sein sollen. Und es steht im Koalitionsvertrag, ich gehe mal davon aus, dass der eine Laufzeit von 4 Jahren hat. Also wir reden hier über ein sehr, sehr akutes Szenario. Das ist nichts mehr, was mal irgendwann passieren wird, sondern es ist etwas, was auf uns zukommt. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Denn dies führt wozu führt diese Entwicklung? Sie führt dazu, was Sie hier sehen, vielleicht für die hinten, das ist ein Mauspad mit der Nofretete drauf, kann man für 7,90 Euro kaufen, ist eine Einnahmequelle für eine Kultureinrichtung. Alte Geschäftsmodelle, der Verkauf von Merchandising, Eintritt zu verlangen für eine Kulturinstitution, der Verkauf von Bildrechten, all das beruht darauf, dass die Werke in Kultureinrichtungen nicht frei zugänglich, nicht frei verfügbar sind, für jedermann auch kommerziell verwertbar. Wenn das allerdings eintritt, so brechen alte Geschäftsmodelle weg. Das ist tatsächlich so. Die fallen weg. Das ist gar keine Frage mehr, ob wir das wollen oder nicht. Sie fallen weg. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, wie gehen Sie als Kulturinstitutionen damit um? Wie gehen wir als Gesellschaft mit dieser Entwicklung um? Und natürlich bietet das Wegfallen von alten Geschäftsmodellen auch immer die Chance für neue Geschäftsmodelle.
Zweitens sind Museen, sind Kultureinrichtungen nicht mehr der exklusive Ort, um mit Kulturgut umzugehen, um Kulturgut zu betrachten. Wenn alles tatsächlich irgendwann einmal im Netz verfügbar ist, so verändert das die Rolle einer Kulturinstitution. Wenn ich nicht mehr den exklusiven Zugang zu einem Kulturgut ermöglichen kann, dann habe ich eine andere Aufgabe. Das heißt nicht, dass meine Aufgabe wegfällt, aber ich muss mir Gedanken darüber machen, warum braucht es noch ein Museum? Warum überhaupt noch ins Museum gehen? Und das ist eine Frage, auf die Kulturinstitutionen Antworten entwickeln müssen. Wenn der exklusive Zugang zum Kulturgut nicht mehr der erste Impuls ist, warum jemand in ein Museum, in eine Kultureinrichtung geht. Und drittens, wenn diese Daten, wenn diese Informationen, diese Abbilder von Werken verfügbar sind und im Netz frei verfügbar sind, so führt es zu einem gewissen Kontrollverlust, was die Präsentation, die Hängung, die Interpretation über diese Werke bedeutet. Das allerdings beinhaltet wiederum neue Chancen zur Interaktion und zur Kreativität. Sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich möchte das Gesagte kombinieren mit drei, jetzt nicht gerade von mir neu entdeckten Trends, sondern drei tatsächlich aber durch das Internet vorangetriebene Entwicklungen, die aus meiner Sicht zu einer Veränderung der Benutzer- und Besucherstrukturen in Kultureinrichtungen führt. Das eine ist die zunehmende Personalisierung und Individualisierung im Netz. Diese mag eine tatsächliche Personalisierung sein. Ganz häufig ist sie eine scheinbare Personalisierung. Sie spiegelt mir vor, dass auf meine individuellen Bedürfnisse eingegangen wird, wenn doch nur irgendein häufig schlecht programmierter Algorithmus im Hintergrund eine Individualisierung vortäuscht. Nichtsdestotrotz finden persönliche Vorlieben tatsächlich viel mehr Beachtung, als sie das in der Vergangenheit der Fall war. Und besonders ist es, bei den Menschen gibt es eine Erwartungshaltung, eine Personalisierung, eine Individualisierung. Und mit dieser Erwartungshaltung ist auch umzugehen, im Guten wie im Schlechten. Personalisierung als der eine große Trend, der zweite Vernetzung. Netzwerke existieren, Twitter, Facebook etc. Mit ihnen umzugehen, ist die eigentliche Aufgabe. Wir müssen das nicht. Niemand ist gezwungen, sich mit Netzwerken, mit Vernetzungen zu beschäftigen. Sie finden aber trotzdem statt. Auch hier gibt es keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Doch es gibt die Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Das heißt aber nicht, dass Vernetzung nicht trotzdem stattfindet. Auch hier bietet sich eine Chance für einen kontinuierlichen Dialog, der allerdings die Art, wie wir miteinander reden und wie wir es gewohnt sind zu kommunizieren, ebenfalls massiv verändern wird. Diese Chance für den kontinuierlichen Dialog zu nutzen und zu überlegen, wie wir ihn führen können. Ich hoffe, dafür sind Veranstaltungen wie diese möglich. Der dritte Trend ist der Trend zur Visualisierung. Oder ich möchte sagen, gibt es vielleicht einen Trend zur Enttextlichung? Gibt es weniger, spielt der Text eine geringere Rolle, wenn ich mir Dinge auf meinem iPhone, auf meinem Tablet angucke, sehr auf die Visualisierung und sehr viel weniger auf das Lesen von Texten konzentriert bin? Und das sage ich als jemand, der hier unter anderem für ein Projekt steht, das davon lebt, textlich zu sein und das den Traum einer geschriebenen Enzyklopädie im 21. Jahrhundert weiterträumt. Also Sie sehen, ich bin ein Freund des Textes, aber ich sehe mit der Visualisierung ebenfalls Herausforderungen für Kultureinrichtungen, die gerne diskutiert werden unter dem schönen Schlag von den heiligen Hallen zum Halligalli, also zur Überpräsentation und zur Übervisualisierung in der Kulturgutpräsentation. Ein möglicher interessanter Ausweg für dieses Thema mag sein, dass eine Interaktion zwischen Benutzern ein Bindeglied zwischen einem Text und einem Bild herstellen kann. Ebenfalls ein interessanter Aspekt, von dem ich hoffe, dass wir heute und in den kommenden Tagen noch sprechen. All das, das genannte Digitalisieren von Kulturgütern, die Frage, der Punkt, dass diese Digitalisate frei verfügbar und frei verwendbar sein sollen und diese drei Trends zur Personalisierung, Visualisierung und Vernetzung führen meines Erachtens dazu, dass sich die Rolle der Besucher von Kultureinrichtungen massiv verändert. Ja, sie sind nicht mehr Besucher von Kultureinrichtungen, sondern Benutzer von Kultureinrichtungen. Es gibt eine veränderte Erwartungshaltung der Benutzer einer Kultureinrichtung. Diese haben aufgrund ihrer Erfahrungen mit Digitalisaten, aufgrund ihrer Erfahrungen im Netz, aufgrund einer Visualisierungserwartung eine andere Erwartung an Sie, an die Kulturinstitution. Mögen häufig überzogene Erwartungshaltungen sein, falsche Erwartungshaltungen sein, aber es sind Erwartungshaltungen. Der Konsument war gestern, der Benutzer ist unser Kunde von morgen.
Zweitens glaube ich, dass Interaktion und Kollaboration in Zukunft eher die Norm als die Ausnahme sein werden. Sehr viel häufiger, wir sind es heute so gewohnt, über unsere eigenen Inhalte mitzubestimmen und an diesen Inhalten mitzuarbeiten, dass auch dies eine enorme Herausforderung für Kultureinrichtungen ist. Und zwar gar nicht mal nur im positiven Sinne, im Sinne von, wir müssen Kollaboration ermöglichen und Interaktion ermöglichen, sondern auch im Sinne von, es gibt vielleicht viele Menschen, die wollen gar nicht in eine Kultureinrichtung gehen, um zu kollaborieren oder zu interagieren, sondern die wollen einfach etwas betrachten, etwas anschauen. Die wollen nicht, wie man bei Kindergärten früher gesagt hat, schon wieder entscheiden, was sie heute spielen wollen, sondern die wollen einfach betrachten und wollen angeleitet, auch gebildet, ausgebildet werden. Und hier einen Ausgleich zu finden zwischen berechtigten Interaktions- und Kollaborationsinteressen und den berechtigten Interessen von Besuchern und Benutzern von Kultureinrichtungen gebildet und ausgebildet zu werden. Interessante, spannende Herausforderung. Und als Vertreter hier unter anderem der Wikipedia sage ich, ein Bild sagt eben nicht mehr als 1000 Worte. Am besten ist die Kombination aus Bild und 1000 Worte. Das heißt, wie nutzen wir Texte in Zukunft im Zeitalter der Visualisierung des Netzes? Und wie können wir Texten ihre Bedeutung und ihre Aufmerksamkeit zurückgeben in der Interaktion und in der Schnelligkeit? Ist das Ende nah? Alles digitalisiert, alles frei im Netz verfügbar? Alles kommerziell verwertbar, nichts mehr exklusiv in meiner Kultureinrichtung. Das alles kostet wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Know-how. Können wir denn das überhaupt noch leisten oder ist es schon zu spät? Ist es denn schon vorbei? Nein. Nein, natürlich, das Ende ist nicht nahe. Zugang zu gestalten, den Zugang zu Kulturgut zu gestalten, ist nämlich nicht nur Ihre Aufgabe, nicht nur die Aufgabe von Kultureinrichtungen, sondern es ist eine Aufgabe von uns als Gesellschaft. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und eine gesellschaftliche Herausforderung und Sie sind dabei nicht alleine. Auch wenn die Politik Sie vielleicht ab und an alleine lässt, es gibt Akteure, die gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, die gerne mit Ihnen diesen Zugang gestalten wollen. Und dazu gehören insbesondere zivilgesellschaftliche Akteure, die bereitstehen, mit Erfahrungen zu helfen und zu gestalten, die bereitstehen zu lernen und zu verstehen, was sie tun und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Schutz, Bewahrung und Wertschätzung von Kulturgütern sind eine gesellschaftliche Aufgabe und wir als Gesellschaft haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, uns mit dieser Aufgabe auseinanderzusetzen. Und daraus ergeben sich zwei kulturpolitische Forderungen, mit denen ich dann auch schließen möchte. Das eine, Digitalisierung, Zugangsgestaltung zu Kulturgütern kostet Geld. Und wenn es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, so muss die Gesellschaft darüber diskutieren und entscheiden, was der Zugang und die Nutzung dieses kulturellen Erbes, dieser Kulturgüter wert ist und was sie uns als Gesellschaft wert ist. Und hierzu möchte ich zwei Hinweise aus meiner Sicht geben. Zum einen Gebühren, Zugangsgebühren für die Nutzung von etwas nutzen grundsätzlich Großkonzernen und den Reichen. Google hat kein Problem damit, Millionen Gebühren an irgendeine Institution zu bezahlen. Gebühren schaden aber kleinen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Sie schaden dem kleinen Start-up in Berlin-Mitte. Sie schaden kleinen Nachbarschaftsinitiativen, die sich niemals leisten werden, Gebühren bezahlen zu können, so wie Google und Co. das tun können. Steuern hingegen sind demokratisch. Steuern werden von allen gezahlt und ermöglichen dann den freien Zugang auch für zivilgesellschaftliche Akteure, auch für kleine. Also erstens, Steuern sind demokratisch, Gebühren nutzen Google. Zweitens, die Freiheit, die freiheitliche Nutzung muss der Normalfall sein. Und die Beschränkung der Nutzung muss der Ausnahmefall und der zu begründende, und zwar sehr genau zu begründende Ausnahmefall sein. Der Default ist die Freiheit, die Beschränkung muss die Ausnahme sein, wenn es um den Zugang zu Kultur geht. Und ich sage nicht, dass es nicht berechtigte Gründe gibt, Zugänge zu beschränken, aber diese Beschränkung muss begründet werden und nicht die Forderung nach der freien Nutzung muss sich entschuldigen oder muss sich erklären, warum jetzt hier eine freie Nutzung notwendig ist. Zweitens, haben Sie eigentlich in Ihrer Kultureinrichtung eine Kostenstelle für Freiwillige? Haben Sie eigentlich einen Posten mit dem Umgang mit ehrenamtlichem Engagement? Ja, Sie haben natürlich Freundeskreise, die Sie hoffentlich unterstützen, hoffentlich Gelder für Sie einwerben, hoffentlich für Sie Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber sind Sie es eigentlich gewohnt, dass jemand vor Ihrer Institution, vor Ihrem Museum steht und sagt, guten Tag, ich möchte gerne mitmachen? Ich möchte Ihnen helfen. Ich kann was, von dem ich glaube, dass es Ihnen helfen kann. Damit möchte ich umgehen. Wie gehen Sie mit diesem
Ist das für Sie eine schöne Vorstellung, dass jemand bei Ihnen klopft und klingelt und sagt, hallo, ich würde gerne mitmachen? Oder haben Sie gar keine Möglichkeit, keine Kostenstelle, keinen Ablauf, wie Sie mit einem solchen, mit so etwas umgehen? Denn wenn wir mehr interagieren, wenn wir mehr Zugänge haben, dann müssen wir auch damit rechnen, dass Menschen diese Zugänge, diese Interaktion nutzen. Und dann brauchen wir entsprechende Möglichkeiten, mit ehrenamtlichen Engagement und Kultureinrichtungen umzugehen. Gemeinhin wird das unter dem schönen, dem fürchterlichen Begriff des Crowdsourcing gefasst. Ich würde es viel lieber Community Sourcing nennen, gemeinschaftliche Arbeit. Community Sourcing meint, dass Sie gemeinsam mit ehrenamtlichen, gemeinsam mit Menschen aus Ihrer Community, gemeinsam mit Menschen aus Ihrer direkten inhaltlichen oder regionalen Umgebung zusammenarbeiten. Das ist nicht einfach, denn Sie bestimmen in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen niemals das Ziel der Arbeit. Sie bestimmen nicht die Zeit, die Sie dafür zur Verfügung haben. Sie bestimmen nicht den Zugang der digitalen Ehrenamtlichen. Und doch bekommen Sie, wenn Sie es tun, alles zurück. Vielen Dank.